Seit Mittwoch ist Hamburg fest in der Hand des Evangelischen Kirchentags. Mehr als 100.000 Gläubige aus ganz Deutschland sind nach Hamburg gepilgert. Sie wollen bis Sonntag zusammen beten, diskutieren und feiern. Ich bin gerade mit dem ICE gekommen. Tolle Leute im Abteil, viel über Kirche und Gott gesprochen. Hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die verschiedenen Themen, die besprochen werden, die angeboten werden, auf Konzerte, auf kulturelle Sachen. Und wir sind mit der ganzen Familie gekommen. Wir hatten nette Zuggäste, die mit uns gefahren sind, die auch alle zum Kirchentag sind. Waren alle wesentlich älter als wir, aber die Diskussionen waren interessant und gute Gespräche, oder? Auf jeden Fall, ja. Es kommt noch eine Gruppe aus Wuppertal, aus unserem Ort, und die wollen wir begrüßen. Die bekommen Fischbrötchen. Für die nächsten Tage müssen sich viele Besucher des Kirchentags auf etwas weniger Komfort einstellen. Viele übernachten in einer von rund 180 Schulen, die dienen als Gemeinschaftsquartiere. Auch Gläubige aus Hessen haben sich auf den Weg nach Hamburg gemacht. Wir schlafen in einer Schule zusammen mit einer Gruppe aus Gelnhausen, mit noch dem Betreuer, und dort sind wir untergekommen. Nur wir kommen halt immer lieber mit dem Zug, weil es angenehmer ist. Die Kirchentagsbesucher reisen mit dem Zug, mit dem Auto, per Fahrrad und zu Fuß an. Und einige kamen sogar auf dem Wasserweg an. Rund 50 Pilger aus Dresden haben die Kirchentagsflagge auf ihrem Boot rund 600 Kilometer weit über die Elbe nach Hamburg gebracht. Auf der letzten Etappe waren auch Promis dabei, zum Beispiel ZDF-Wettermann Gunter Thiersch. Er hat sonst das Ruder beim Heute-Journal in der Hand. Ich werde noch in dieser Woche in Hamburg sein, werde dafür aber dann auch Wetterberichte für das ZDF machen, morgen vom Evangelischen Kirchentag, und dann auch mal hier unten von der Internationalen Gartenschau. Und bin bis Samstag hier noch in Hamburg. Viele Prominente aus Politik und Kirche kommen nach Hamburg. Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch Margot Käßmann ist auf dem Kirchentag angekommen. Mit so vielen Christinnen und Christen Gottesdienst zu feiern, das haben sie nicht jeden Tag. Nee. So viel du brauchst, das ist das Motto vom Kirchentag. Ob alle Hamburger so viele Christen an der Elbe brauchen, das sei mal dahingestellt. Aber immerhin, das Motto regt zum Diskutieren an. Wie viel braucht der andere? Und wie viel braucht der Mensch überhaupt? Also es ist eine interessante Diskussion. Macht schon mal auch vom Logo was her, mit den Abreißzetteln schön umgesetzt. Und wir sind gespannt, wie wir jetzt auch das Thema begegnen werden. Das ist das Thema, was uns eigentlich schon alle interessieren sollte oder was mich auch sehr angeht. Einfach zu überlegen, was brauche ich wirklich? Kann ich vielleicht doch irgendwo weniger Kleidung kaufen oder bewusster einkaufen, fair gehandelte Produkte kaufen? Einfach sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, wo man vielleicht ein bisschen weniger konsumieren könnte. Dass jeder den Rahmen für sich findet, was er braucht. Viel mehr braucht es dann gar nicht zu sein. Da bleibt vielleicht noch etwas übrig, auch anderen etwas zu geben, was sie brauchen. Noch bis Sonntag erwarten die Besucher rund 2500 Veranstaltungen auf dem Kirchentag, darunter auch Rockkonzerte und Partys. Also wir haben uns jetzt im Zug mal ein buntes Programm gemixt, hier mal was, da mal was. Ja, einfach so ein bisschen Flair schnuppern, das ist so das, weswegen ich hier bin. Wir sind Kirchentag-Fans, wir reisen seit Jahren zu jedem Kirchentag und können nur jedem empfehlen, es mitzumachen. Weil ich einfach die Mischung aus interessanten Themen schön finde und Spiritualität und Gottesdiensten und einfach mal Zeit für sich zu haben.